Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Matze ist auch noch, Matze. Ja, servus David. Und wir machen heute das Rematch im V7 gegen V7. Du bist immer noch nicht Game Mode One, du Lappen. Ja, ich bin Game Mode One, doch. Ja, ach. Ich bin noch nicht Game Mode 9. Ja, ich fliege nämlich jetzt einfach schnell hinten rein. Wir starten wieder an der Brücke, würde ich sagen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich wieder dieselbe Strategie fahren soll wie letztes Mal. Ich weiß auch nicht, ob ich dasselbe machen soll. Ja. Jetzt wissen wir halt, was der andere damals gemacht hatte. Das ist voll die Psycho-Sache, was man jetzt macht, ne? Aber genau, Mindgames, dude. Können wir einfach mal das Rematch, wo wir dann sehen werden, ob wir doch gleich gut sind oder ob ich halt einfach besser bin. So, jetzt bin ich Game Mode 0. Ja. Sehr schön. Gut Job, Matze. Bist du in der Brücke? Ja. Jetzt bin ich. Bist du auch bereit? Warte. Ich muss mich noch positionieren. Und dann bin ich auch bereit. Warte, ich muss eine Melone essen. So, jetzt bin ich bereit. Eine Melone. Okay. Dann würde ich sagen: 3, 2, 1, go. Okay. Go ahead, boys. Ja, was machen wir denn jetzt mal? Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein, was ich machen werde. Ich weiß, was ich machen werde. Was ich machen werde. So viel kann ich dir sagen. Ah, das ist sehr schön, das freut mich, Matze. Holy shit, Alter. Ich hoffe, das Ganze funktioniert. Oh Gott, Alter, ich bin gerade so in der CSGO-Steuerung drin, ohne Scheiß. Holy shit, lag's gerade ein bisschen, oder kann es irgendwie sein? Es kann sein, dass es ein bisschen gerade geleckt hat. Lol. Ich bin gerade leicht verwirrt. Okay. Ich bin nicht leicht verwirrt. Holy shit! Schwer verwirrt. Nee, ich hab Ahnung, ich bin nicht verwirrt, ich hab Ahnung. Ausnahmsweise weißt du auch mal was. Nein, Spaß. Hey, warte, jetzt bin ich. Nachladen irgendwie. Jetzt bin ich doch verwirrt. Und das laggt bei mir auch gerade. Vielleicht sollte ich meinen Stream nebenbei ausmachen, aber dazu bin ich gerade nicht gewillt und auch nicht fähig, weil da müsste ich raus haben. Alter, ich darf nicht meine Kekse lang hier rechts neben mir liegen. Holy shit, das hat sich strange angehört. Hoffentlich setze ich den A. Ich muss auch sagen, die 3D-Minecraft-Geräusche sind auch immer so eine Sache, ne? Ob man dann immer so richtig alles hört, wie es sich an und ob man alles richtig. Aber ich habe gar keine Ahnung, was du tust, obwohl ich weiß, was du tust. Lol, ich weiß, was du tust. Also, das sage ich jetzt sicher nicht, weil sonst weißt du, dass ich weiß, was du tust und du kannst es mir glauben, du kannst dich darauf einstellen. Oh. Wenn du nicht weißt, dass ich weiß, was du tust, dann kannst du nicht, dann weißt du nicht, ob du wechseln musst. Mindgames. Aber ich weiß, was du tust und ich weiß, dass es nicht das Beste ist, was du tust. Fuck mal. Gut, vielleicht irre ich mich jetzt auch und es ist wirklich sau gut, was du tust. Und du zerlegst mich gerade voll, aber ich weiß. Nein, ich weiß, was du tust. Weil würdest du das andere tun, dann würde ich das nämlich schon längst merken, wo ich gerade bin. Vermutlich. Wahrscheinlich kommst du einfach gleich von hinten und eifst mich einfach oder sowas. Ja, das hättest du gerne. Schwert in den Rücken. Oder, nein, du tust. What the fuck? Das ist einfach schon wieder der Moment, wo ich mir denke, so. Dein Ernst, Digga? Matze? Was denn? Was ist los? Was ist los? Rede mit mir! Ja, gut, ich meine. Hab ich gesagt, dass ich wieder dasselbe mache? Na. Holy shit! That's pretty unlucky. That's not even funny, guys. What the hell just happened, man? I don't know. Alter, holy shit. Aber gut, immerhin hat man jetzt ein bisschen mehr Ahnung als letzte Mal von den Sachen, die man richtig und die man falsch gemacht hat. So gesehen erhoffe ich mir ein bisschen, dass es. Komm schon, bitte hab das da unten. Ein bisschen mehr mit Skill zu tun hat dieses Mal. Du hast es ja auch im Arsch. Was ist das? Kotze Türken, was ist hier los? Was ist denn passiert, Matze? Hat sich das selbst zerstört bei dir oder was? Muss es, weil du kannst da eigentlich nicht mehr hingeschossen haben. Es sei denn. Alter. What the fuck just happened?
So, jetzt habe ich. Nein, scheiße. Nach den ersten Schüssen hat man ja schon in etwa eine Ahnung, was man getroffen hat und was nicht. Und wo man selbst im Arsch ist und wo man nicht im Arsch ist. Deshalb werde ich mal eben einfach mal kurz gucken, was hier so noch funktioniert oder nicht. Warte, ich gehe mal hier hin, benutze das tolle Teil hier. Oh, jawohl! Jawohl, jetzt hat es funktioniert. Das passt hier soweit auch. Dann muss ich jetzt noch da hingehen, um das zu machen. Okay, sehr schön. Sehr schön. Ich spüre, ich werde dieses Mal keine Chance haben. Wirst du das? Ich weiß es nicht. Wenn du mich, wenn du mich so lucky killst, wie ich dich letztens lucky gekillt habe, dann... Dazu müsste ich erstmal wissen, wo du bist, aber... Holy shit. Ich? Ich weiß nicht, wo ich bin. Holy shit. Ich habe langsam richtig schlechtes Gefühl, dass irgendwie unter mir alles im Arsch ist. Was, unter dir? Ich war die ganze Zeit auf dem Artilleriekanonendeck. Ja, bestimmt. Ich habe die ganze Zeit geguckt, ob ich da noch irgendwas hinkriegen kann, aber du hast mich da so eingedeckt, dass ich da nichts machen konnte. Bestimmt, David. Ja, das ist natürlich jetzt der Nachteil. So, das sind die hier, meine ich. Ich hoffe, dass es richtig ist, wenn ich jetzt das hier mache. War es zu viel? Nein, war es nicht. Das wird schon passen. Ich muss sagen, ich kenne mich hiermit auch nicht so gut aus, um zu wissen, wie jetzt dieses Feintuning zu machen ist. Ciao. Ciao, Alter. Ich gehe mal hier hin und guck mal. Hier, okay. Ich habe mir Gott sei Dank hier sehr schöne Ausgucke. Ich würde sagen, das hat richtig perfekt funktioniert dieses Mal. Was? Ja, alles. Was denkst du denn? Also ich finde auch, dass alles gut funktioniert hat. Oh, fuck. Ja. Ja. Was machen wir da? Gute Frage, ne? Oh, shit! Ich wüsste gerne mal, wo du bist eigentlich, aber ich sehe dich nicht mal. Uncool. Siehst du mich nicht? Ich war gerade auf dem Dach. Nee, ich sehe dich nicht. Auf dem Dach? Oh, lala, ich muss hier vielleicht auch mal anschauen. Aber ich glaube, das sehen wir nicht, dass du auf dem Dach bist. Du hast gerade unten geschossen, also. Hä? Weiß ich da. Aber ich war auf dem Dach. Aber ich war auf dem Dach, Mama. Oh. Ich meine. Krutze Türken. Ach, oh, warum nicht? Machen wir einfach mal hier. Vielleicht sollte ich auch eher dahin gehen, wo die anderen waren, die ich am Anfang geschossen habe, aber. Ich glaube, das hat gut gereicht, da wo ich gerade hingeschossen hatte vorhin, also. Noch einmal eine mit der Konfiguration, wie ich es vorhin eingestellt habe. Das sollte hier da, wo ich gerade bin, reichen. Und jetzt gehen wir mal dahin und werden mal eine Melone fressen. So. Nee, fuck. Noch eine Etage höher. Was hier vor allem wichtig ist, ich glaube, ich hatte jetzt hier zwei rausgehauen. Ich glaube, ich werde jetzt noch eine. Oh, was? Oh, das hat. Wieso? Das hat mich jetzt gerade gewundert. Wieso? Like, I don't understand this shit. What? Was ist los, Watze? What the fuck just happened? Ja, ich weiß nicht, irgendwie gerade ein bisschen... Meh. Ich denke, meh. Ja, okay, das war... ganz gut. Ein bisschen unglücklich, sagen wir es mal so. Alter, jetzt ein bisschen. Oh, oh, das ist aber schön. Das ist nicht ganz unglücklich. Okay. Okay. Wie sieht's hier aus? Ich meine, jetzt hatte ich gerade so angehört, als ob. Nein, nein, okay. Das Problem ist natürlich, die Schadenssensoren sind halt immer vor Kanonen bei den Stichkanonen, ne? Das kann halt auch ein bisschen nachteilig sein. Uncoole Sache. Uncoole Sache. Hm, uncool? Was ist uncool? Definitiv uncool. Oh fuck!
Ja gut, was wir mal machen, ne? Ich meine, deine Art, die Strategie hat immerhin ein paar Vorteile, sagen wir es so. Ja, solange sie sich nicht selbst zerstören würden, wäre das okay, glaube ich mal, aber... Wir haben halt auch kein Wasser-Plugin, ne? Just saying. Das stimmt wohl. Und wir hatten auch nie eine Regelung gemacht, dass sie das Wasser wegmachen. Und das haben wir wahrscheinlich auch noch, das haben wir beide auch noch nie gemacht, glaube ich, oder? Glaube ich nicht, ne. Oh nein, jetzt habe ich... Ach gut, fuck. Oh, es hat aber funktioniert. Das ist gut. Das hat funktioniert. Oh, was war das denn gerade? Oh, nee, das war nichts. Ich glaube, es bringt eh nichts, wenn ich das jetzt nochmal benutze. Also gesehen, gehe ich jetzt mal... Ich gehe jetzt mal hier lang. So, wenn wir unser Wort hier schön allen deinen Vorteilen mal sehen können, jetzt sind wir in dieser schönen... Oh la la, das sieht doch schön aus. Okay, also das war successful, das auch. Das auch, das auch, das auch, das auch. Okay. Okay, guys. Oh. Oh, oh, oh. Was machen wir denn hier? Ich schau mal, wo, Alter, ich jetzt weiter schießen kann hier. Was machst du gerade? Wo kann ich denn noch? Ich schau gerade, ob ich noch irgendwo hin kann, Alter, aber das sieht nicht ganz toll aus, wenn ich ehrlich bin. Okay. Boah, aber ich muss ja sagen, deine Artillerie-Strategie hat natürlich schon so seine Vorteile, ne? Lol, was hast du jetzt denn geschossen? Ja, hä, ich hab da noch was gefunden, was da noch funktionieren könnte. Funktionieren noch deine Höhenstreus etwa? Vielleicht habe ich es doch einfach repariert. Hä? Nee, die hättest du nie und nimmer reparieren können. Nie und nimmer. Vielleicht hast du nicht so getroffen, wie du wolltest. Hä? Das glaube ich aber nicht. Sehr eigenartig. Aber du hast trotzdem einiges hier bei mir zerstört, hier bei den oberen Kanonen. Vor allem hier bei den... Ja, meine Art, die sind voll im Arsch. Ja, irgendwas muss ich ja schon. Aber ich glaube, ich kann die Art noch reparieren. Hier sind noch ein paar Braustände vorhanden. Ich mache das jetzt hier. Ich glaube, das trifft sogar ein bisschen. Alter, wo schießt denn du hin? Ich bin ja noch bei meiner Artilleriekanone. Weil dein Leben deine Art ist noch, weil ich glaube, ich möchte die jetzt noch killen. Aber das zu reparieren hier ist echt schwierig, muss ich sagen. Ich hab doch noch gesagt am Anfang, ich möchte Braustände im Inventar haben. Du meinst, nein, die brauchen wir nicht. Ich hab sie nicht gebraucht. Hätte ich jetzt Braustände, könnte ich meine Arti komplett reparieren. Das ist natürlich schade. Ja, das ist wirklich schade. Aber gut, was sollen wir machen? Ein bisschen sollte, glaube ich, noch funktionieren hier, aber ich bin irgendwie schon voll low von den scheiß... von den scheiß TNT-Schaden. So gesehen. Ah, ich muss. Nein, ich brenne! Nein! Ah! Ich brenne! Nein! Ich brenne! Nein! Dreckschweinmatze. Glaubst du, ich merk nicht, dass du in meinem Wargear bist? Ja, ich weiß. Glaubst du, ich merk nicht, dass du kack nur meine scheiß Höhenstreus hochjagst? Ich hab
alles so ganz leicht sabotiert irgendwie. Ich hatte keine einzige Kanone mehr, die funktioniert hat. Echt? Ja, ich dachte nicht. Keine einzige. Bei mir oh, keine scheiße, ey. Alter. Meine Artis haben sich alle selbst in die Luft gejagt aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, wieso. Ich hab dich extra so hoch gelockt und stand da mit dem Bogen noch so bereit, dass du gleich kommst. Ja, ich war halt stuck auf der Leiter. Sonst hätte ich dir noch zwei Schläge irgendwie ins Face gehauen, aber... Hast du die Pickaxe in der Hand, oder was? Ja, ich hatte die Pickaxe in der Hand. Okay. Ja, die macht halt 5 Damage, also die macht schon nicht wenig die Schaden, aber... Die hat 5 Damage, ne? Der Pfeil macht... Also der Bogen... Der hat keine Schadensverzauberung der Bogen, ne, aber man muss so halt übel Schaden trotzdem. Ich war full life und bin auch relativ bald ins Wasser gejumpt. Da hatte dann noch zwei Leben. Beim zweiten Mal, als du das zweite Mal auf mich geschossen hast, hast du mich aber nicht angezündet, sondern da hatte ich nur ein halbes Leben. Ja, da warst du halt im Wasser dann, ne? Irgendwie so, keine Ahnung. Genau. Aber wieso hat die Artis zerstört? Ich weiß nicht, wieso die dich zerstört haben. Das war richtig strange. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Ey, also ich wollte da gerade irgendwie in die Mitte laufen, schauen und sowas, was kann ich noch aktivieren, ne? Auf einmal sehe ich aus dem Augenwinkel, dass ganz unten dein Namensschild so, oh shit. Echt, du hast mein Namensschild, oh Mann. Irgendwann hast du mal nicht kurz... Die ganze Zeit nämlich gesneakt. Mal ganz aber kurz nicht und das habe ich dann gesehen. Ja, ich musste nämlich, ich bin dummerweise die Leiter hochgegangen bei den Höhenschloss an der Seite und... Wenn du auf der Leiter stehst und sneakst, bleibst du stehen. Du fällst nicht runter. Bin ich ja, im Fallschacht. Eben. Aber auch da bleibst du oben an der Kante stehen und du musst runterfallen und dann siehst du es. Oh nein, ich dachte nämlich, zuerst wollte ich mich auch runter zu dir und dich dann killen, aber ist mir aufgefallen, hey, ich kann nicht runter, wenn ich Shift drücke. Dann bin ich hochgegangen, hab dich hochgelockt zu den Artis. Aber oh, ja. Ich hab ungefähr gerade so angespannt, so in der Richtung. Okay, ja, ich auch. Wann kommst du? Ich wusste auch nicht, ich hätte nicht gedacht, dass du direkt da sitzt, aber du hast ja auch relativ lange gebraucht, bis du halt geschossen hast. Mieser Camper. Ja, ich hätte dir einen Header gegeben. Ja, ich weiß. Nee, ich hab auch gerade weggeschaut, ich war gerade voll abgelenkt. Auf einmal sehe ich, dass du da schon stehst und ich so, oh Scheiße. Aber gut. Den Pfeil habe ich unterschätzt, der hat mich zerlegt. Aber Alter, ich hatte überhaupt keine Kanonen mehr, nachdem sie ja noch meine Artis selbst zerstört haben und. Ja, dieses Mal habe ich es geschafft, all deine Kanonen zu killen. Wie hast du das gemacht mit der Höhenstreu, oder? Zuerst war ich Mitte, ganz zentral. Also ich habe im Prinzip auch die Taktik von letztem Mal angewandt. Und ich dachte, dass du nicht bei den Artis bist, weil das so lange gedauert hat, bis du geschossen hast zum ersten Mal, ne? Und dann war die Feuerrate... Ich war am Anfang halt in der Brücke und habe den Artis-Schutz und die Dispenser erst angewandt. Ja, ich auch. Aber es hat vergleichsweise lang gedauert, fand ich, die zwischen den Schüssen. Und dachte ich... Bist du wirklich bei der Artis? Dann dachte ich, dass du bei den Höhenstreus bist, ne? Hätte auch sein können. Deshalb bin ich dann ganz schnell zu den Artis gerannt und dachte, vielleicht kann ich da noch was abschießen, aber nee. Ich hab's also zuerst mal. Ja, man, meine aber auch schon kaputt, so ziemlich, oder? Genau. Ich hab also zuerst in der Mitte halt all deine Stichs gekillt, ne? Versucht mit irgendwie. Ich hab versucht, eine Sprengkraft zu einzustellen, war mir nicht sicher, ob das funktioniert hat. Ich muss mal schauen. Ja, doch. Das sieht hier relativ. noch relativ zerstört aus. Ne? Und, aber siehst halt, wir zwei Hauptleiter, da konnte ich genau gucken, entweder kommst du jetzt aus der einen hoch oder aus der anderen. Und kamst Gott sei Dank aus der richtigen hoch. Ich hab die eine sogar noch unten teilweise zergrieft, dass du nicht runterkommst, so habe ich mir so gedacht, aber dann habe ich mir gedacht, ja, ich muss jetzt eigentlich hoch und dich irgendwie jagen, selbst wenn ich alles unter dir wegsprenge, irgendwie, keine Ahnung, irgendwo bist du schon oben sitzen oder so. Ja, da hab ich nice. Leider wieder dieselbe Leiter genommen. Boah, es war aber echt nicht schlecht, aber das sieht also. Ja, ich konnte nichts anderes machen, ich hatte keine Kanone. Ich muss gerade schauen. Ach, das ist hier alles von dem Feuer weggebrannt, sehe ich gerade, ne? Nice. Aber die Art hat wieder so zerlegt hier oben alles, ne? Ich dachte mir schon, ja, okay. Aber das Problem ist halt, da es auch von oben kommt, hier oben ist halt auch recht viel Wasser, ne? Aber ja, ich glaube, so viel hast du gar nicht mit den Artis geschossen, oder? Die haben ja, halt sie sind dann schnell immer zerlegt, kaputt gegangen. Ne? Ja, das ist komisch. Ich weiß auch nicht, wieso sie man vielleicht sieht man es ja in deiner Aufnahme. Was mich auch voll genervt hat, ist, dass du, wenn du sneakst, kannst du nicht in Wasser rein. Du wirst ja rausgedrängt. Weil ich wollte zuerst den Wasserding hier hinten bei dir. Oh, das stimmt, ja, warte. Ich stand nämlich hier so und wollte dann hier so hoch sneaken und wo bist du? Übers Wasser rein, hier unten. Ich wollte hier hoch und dann hier so hoch schwimmen. Aber das geht im Sneaky-Modus nicht. Ist das stylisch.
Dann wäre ich nämlich richtig, dann wäre ich nämlich, glaube ich, echt gut reingekommen hier so. Mhm. Hätte ich dich auch hier direkt gesehen. Obwohl, wäre ich dann hier so hochgekommen, du wärst da trotzdem in derselben Ecke gegangen. Ja, genau, oder? Ich stand halt hier, hab hier. Ja, dann hättest du mich auch noch runtergeschossen. Da, oh, das wäre ja noch viel cooler gewesen. Das wäre geiler gewesen. Hä? Du willst mich entern? Nein. Blub. Richtig. Da fliegst du wieder raus. Machst erstmal so einen Abgang, aber. Nice. Ah. Ja, okay, cool. Vielleicht machen wir noch ein Rematch, vielleicht machen wir ja ein Best of Five oder so, ne? Weil ich finde, es macht übelst Spaß mit dem Warrior. Ja, das ist doch, das stimmt. So cool. Und es ist halt viel flexibler. Aber da muss ich mir was anzuüberlegen, weil, also, oder irgendwie die Art jetzt genau überprüfen, weil ich weiß nicht, wieso sie sich dann bei mir zerlegt haben, aber irgendwie. Ist natürlich auch die Sache mit anderen Taktiken, wenn du zufälligerweise. Das Problem ist, die Stichs belade ich nicht schneller wie du, von daher wirst du mich da killen. Das ist auch so eine Überlegung, ne? Aber es ist halt auch die Sache in der Mitte, wenn man gleichzeitig Stichkanonen belädt. Dann man sich am Ende vielleicht sogar noch. Ja, entweder das, ne? Oder sonst ist er vielleicht innerhalb von kurzer Zeit zu Ende, wenn du den anderen, der da schneller beladen hat, den anderen direkt in die Luft jagt. Ja, das ist nach 30 Sekunden das Ding vorbei, das ist halt auch ein bisschen. Naja. Und, aber ich habe diesmal noch. Ich fand das cool, wie ich irgendwie eine Kanone nach dem anderen so ganz leicht sabotiert habe. Du siehst doch, wie ich hier unten eingebaut habe, so. So hier habe ich so hochgebaut. Und das Geilste war ja, als am allerersten Tag, ganz einfach, habe ich nur hier in den Lauf geplantet, so, die Bombe, ja, so TNT, und mich dann hier so unten versteckt. Und du sagst dann doch gerade so, du hast nämlich da geschossen. Ah, hat das funktioniert? Ja, das hat funktioniert. Dann ist mein TNT da unten drunter explodiert, so pam, 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 pam. Du so, hä? Wait. What? Was war das jetzt? Und ich musste mich fast muten, Alter, weil ich so lachen musste, Alter. Das war ein chillig. Ja, da, ich glaube, bei dem einen, ich weiß ja noch nicht, wie lange du drin warst. Und so beim ganz am Anfang, ich war da dachte ich halt echt, dass sich meine Kanone zerlegt hat oder so. Das hat sich voll komisch angehört, weil direkt nach dem Schuss ist noch was explodiert, ne? Mhm. Später irgendwann habe ich dann gemerkt, dass du hier unten das geblendet haben musst, ne? Weil das hat sich so gar nicht so richtig real angehört, ne? Aber gegen Mitte haben sich dann auch bei mir in der Mitte lauter Kanonen in die Luft gejagt. Das lag ja wahrscheinlich. Ja, ich hab's gesehen, ich war dann im Stichkanonendeck bei dir. Genau. Und dachte mir so, hä, wieso ist hier alles kaputt? Zwei haben sich halt in die Luft gejagt gehabt. Die hier, die Mitte und rechts. Weil, ich glaube sogar, weil du da reingeschossen hast, aber ich bin mir nicht sicher. Aber von wo soll ich da reingeschossen haben? Also hier nicht. Bei der rechts schon, aber hier. Bei der rechts von oben her, oder? Ja, okay. Genau, hier war es irgendein Bug, glaube ich. Und die linke hat funktioniert. Die hat ein bisschen den Lauf weggesprengt, glaube ich, oder? Nee, nicht mehr. Nice. Ja. Naja, das war der zweite Fight Rematch. Vielleicht machen wir da echt so ein Best of Five raus, aber ja, das ist schon 2-0. Da muss ich jetzt mich ein bisschen ranhalten. Ja, versuch ich nächstes Mal irgendeine coole, eine andere Strategie oder ich enter dich mal. Ja, wieder so Warrior Warship Mischung dann mal mit entern oder was. Ja, keine Ahnung. Das bedanke ich mir sehr fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, könnt ihr das Video liken. Ansonsten kommentiert, wie ihr es fandet. Und ja, bis zum weiteren Video. Ciao. Jo, macht's gut. Servus.